Ich weiß, ich habe in der letzten Folge gefragt, wie ihr gern das Haus außen hättet. Und ja, ich weiß, der eine wird sich schon wieder denken, okay, jetzt haben wir schon so viele Kommentare geschrieben, warum machst du es dann nicht gleich? Leute, euch sollte klar sein, dass ich nicht nach jeder Folge eine neue Folge tape, nachdem ich gerade hochgeladen habe, sondern mehrere am Stück aufnehme. Und deswegen auch erst deutlich mehrere Folgen später auf eure Wünsche eingehen kann. Ich weiß mittlerweile auch, wie man verdammte Platten wegmacht, ne? Ich hab's kapiert. Aber anders geht es halt nun mal einfach nicht. Und deswegen nicht wundern, dass ich mich jetzt nicht sofort darum kümmere, weil es ja einfach nicht geht. Und jetzt sehe ich da hinten ein Skelett. Und ich muss ein Achievement mal schaffen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert jetzt von hier aus. Vor allem, weil es nicht so viele Blöcke sind. 50 Blöcke müssen das für das Achievement sein. Das ist irre. Das ist fast unmöglich eigentlich. Von hier aus kann ich hier nicht mehr getroffen werden, ne? Dann hätte ich eigentlich mal Bock, an unserem Dach zu arbeiten. Ist die Frage natürlich, wie wir das machen. Wir könnten uns da jetzt erstmal. Ach, weißt du was? Da geize ich jetzt nicht rum. Das mache ich jetzt so. So, jetzt bin ich schon mal hier oben. Hier oben können ja auch noch Sachen spawnen rein, theoretisch. Und dann. Boah, weiß ich jetzt eh noch nicht, wie ich das überhaupt machen werde mit dem Dach. Das wird jetzt eine reine Probierarbeit. Es wird sehr viel Probierarbeit. Oh Gott, das wird richtig ekelhaft. So, dann muss ich glaube mal gucken. Der müsste dann dahin und dann müsste der dahin. So, das ist jetzt der erste Teil, dass ich von. Ja, ich müsste so irgendwie weiterbauen, aber das ist halt schwierig. Das heißt, ich müsste das eher von unten machen. Aber ich hätte ganz gerne mal so den ersten Ansatz. Von daher passt mir das schon ganz gut. Jetzt müsste ich dann. Okay, jetzt muss ich erstmal natürlich hier die ganzen Zweier reinmachen. Ich will wenigstens mal wissen, wie es von außen aussieht. Dann kann ich mich um den Rest kümmern. Ich werde auch nicht sehr weit jetzt bauen, sondern so mal teilweise. Ich denke mal, so sollte schon reichen, damit ich sehen kann, in welche Richtung das verläuft. Auch oben würde ich dann natürlich noch einen Übergang machen, damit es deutlich besser aussieht. So, das muss jetzt erstmal, muss eigentlich schon fast reichen. Okay, machen wir hier noch einen. Da und da. Halt, ja. Okay. Das muss jetzt erstmal so reichen. Jetzt ist natürlich blöd, dass ich tatsächlich nicht hier hinkomme. Doch, das könnte schon echt gut hinhauen. So von hier runter. Das könnte ich. Ach komm. Was soll der Geiz? Das kriege ich hin. Ich glaube, das ist. Ich habe das jetzt im Gefühl, dass das gut aussehen wird. Ganz einfach. Ich habe das jetzt im Gefühl. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Risiko. Außerdem haben wir genug Bretter und wenn es nicht passt, dann machen wir es eben wieder weg. Das ist ganz einfach. Denn wir haben ja alle Zeit der Welt. Könnte man meinen, aber. Außerdem ist das ja doch recht schnell jetzt hier gemacht. Und so viel falsch kann es gar nicht sein. Also was soll's. So, jetzt hier noch einen hin. Hier und hier. Und dann ist das schräge Dach eigentlich schon fertig aus. Sieht ein bisschen. Das sieht ziemlich hoch aus. Oh, das sieht sehr hoch aus. Ja, es könnte vielleicht doch ein bisschen zu hoch sein. Da müsste man jetzt überlegen. Ja, das müsste man von außen einfach mal angucken. Das Sinnvollste wäre jetzt dann doch, wenn ich hier mir einfach mal ganz kurz ein Loch reinschlage und da hinunterfalle. Eine andere Wahl hatte ich jetzt nicht. Dann muss ich dann doch mal irgendwie was mit Leitern machen, dass ich mir hier irgendwie. Ach doch, warum eigentlich nicht? Dann ist das da oben der Dachboden. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das mache ich auf beiden Seiten. Mache ich auf beiden Seiten hier so einen Aufgang. Dann gehe ich natürlich direkt mal hier hin. Ja, sieh mal einer an. Ich weiß, dass ich da eine Crafting-Box habe. Dann mache ich mir einiges an Stickies und Leitern waren so hoffentlich. Gott sei Dank. So, wie viel Beute ungefähr? Boah, reichen 8? Müssten eigentlich, ne? So, dann haben wir jetzt 8 Leitern. Und die 8 Leitern sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das könnte ich natürlich anders machen. Also so. Nein, eben nicht so. So, so und so. Genau. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann
funktioniert das nicht, weil. Okay. Ist das neu? Sonst hat das immer, haben zwei auch immer gereicht. Okay, runter geht's weiterhin. Aber hoch nicht mehr. Echt? Das ist aber nicht immer schon so gewesen, oder? Ja, gut, dann machen wir das so. Außerdem sieht es dann auch viel schöner aus, gebe ich gerne zu. Dann machen wir hier jetzt eben noch zwei rein. So. Ach, beziehungsweise shit. Nee, Schmarrn. Oh, wir haben das Gott sei Dank noch nicht gemacht. Ha, haben wir Gott sei Dank noch nicht gemacht. Dann passt das. Es reicht ja dann eine vollkommen. So. Und dann setzen wir die dahin. Also so und so. Dann kommen wir hier hoch in den zum Dachboden. Und da könnten wir dann schon mal. Ja, das wird sich garantiert nicht ändern. Dann können wir hier einmal so eine Runde machen. Ja, da können jetzt natürlich rein theoretisch Viecher spawnen und Spinnen reinklettern und so weiter. Das ist mir durchaus alles bewusst. Gut, vielleicht mache ich hier tatsächlich ein bisschen Feuer rein, damit da. Oh, das war knapp. Uiuiuiui. Damit da nichts passieren kann. Aber im Zaun werde ich mich da jetzt noch nicht bemühen. Vielleicht mache ich das einfach mal hier. So. Alle paar Dinger. Ja, komm, das muss reichen. Genau. Und dann können wir hier jederzeit nach unten gehen. Passt mir ganz gut. Und dann schaue ich mir das auch gleich mal von außen an. Können wir jetzt ein bisschen laufen. Und jetzt ist natürlich die Frage. Ach, jetzt mache ich auch gleich noch das da hinten, weil ich habe ja gesagt, wir können viel besser auf unsere Farm vom Haus gucken, wenn wir hier diesen die beiden Bäume wegmachen. Das möchte ich natürlich direkt mal machen. Außerdem haben wir dann auch gleich wieder ein bisschen Holz. So, machen wir auch den auch noch vorsichtshalber weg, falls der auch noch irgendwie im Weg ist. Oh, das Haus sieht ganz strange aus, so von der Seite betrachtet. Aber ein Strangers Haus ist gut. Das ist mal was anderes. So, dann machen wir den jetzt auch noch weg eben. Okay, dann passt. Und den habe ich vorhin völlig vergessen. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon eine bessere Sicht. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt von hier aussieht. Da sehen natürlich jetzt auch wieder viel zu viele Bäume im Weg. Aber eventuell können wir trotzdem. Nee, die Bäume müssen jetzt weg. Die versperren mir hier die Sicht. Ich finde das gerade. Ich brauche eine perfekte Sicht. Ich muss ja wirklich schauen, ob das stimmt. Ich habe aber, glaube ich, schon im Ansatz gesehen, dass es irgendwie ein bisschen behämmert aussieht. Aber, naja, gut, vielleicht ändert sich das ja doch nochmal, wenn ich freie Sicht habe. Ich bezweifle es aber. So, jetzt muss ich noch warten, bis die hier weg sind. Ach komm, da helfen wir mal ein bisschen nach. Nein, da helfe ich nicht nach. Das ist mir zu schade um die Axt. Da nutze ich lieber die Chance und hack noch mehr Holz. Weil Holz, ja, das kann absolut nicht schaden. Da werden wir noch sehr, sehr viel von brauchen. Wer weiß, was wir mit dem ganzen Holz noch vorhaben. Ach, ein Chicken. Ich habe dich genau gesehen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Nee, ich glaube, die Chicken töte ich jetzt lieber nicht. Die spare ich mir lieber von meiner Farm auf. Weil die sind dann vielleicht doch etwas seltener. Aber Richtung Farm haben wir zum Beispiel bisher gar keine gefunden. Und das will ich dann lieber nicht riskieren. Am Ende finden wir keine Chicken und müssen dann enorm lange und weit laufen. Und so will ich die ja auch nicht hinter mir herziehen. Wunderbar. So, kannst du dich mal beeilen hier? Ah, jetzt schauen wir mal die erste Sicht. Aha, aha. Naja. Müsste halt, also hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter runter. Aber dann, ja, obwohl, es sieht wahrscheinlich nur scheiße aus, weil der Übergang nicht da ist. Mhm. Ich glaube, wir müssen da einen Übergang hinmachen. Also jetzt ist halt ein bisschen doof, weil ich euch halt gefragt habe, und was ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, nein, ich weiß, dass ihr gesagt, ich hab's im Gefühl, und selbst wenn ihr gesagt habt jetzt alle, nee, sieht scheiße aus, dann mache ich das in, was weiß ich, 10 Folgen wieder weg, ist mir kackegal. Ich mache das jetzt so, damit ich denke, dass es gut aussieht, und das ist erstmal das Wichtigste. Ah, es wird doch schon langsam. Hier, das war jetzt mein Aufgang nach oben, das heißt, das kann ich natürlich wieder wegmachen. Und der Übergang müsste dann sein, von hier aus ist das 1, genau, dann ist das hier. Dann muss das hier komplett weg einmal. Nämlich so, ich glaube, das muss eigentlich Potenzial haben. Komm schon, ach, muss ich da jetzt echt springen und geschickt reintreffen, das gibt's ja nicht. Na gut, das kriegen wir gerade noch hin, sogar ohne Fails.
wobei ich es nicht verschreien sollte. Ich weiß ganz genau, wie es dann endet. Aber noch rühme ich mich an meinem Erfolg, dass ich nicht gefailt habe. Das wäre es natürlich jetzt. Und oh Scheiße, da kommen wir nicht hin. Ja, das wird eng, oder? Komm mal. Und da ist er, der Fail. Ja. Blöd gelaufen. So, dann können wir aber wenigstens den auch noch wegmachen. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt so sinnvoll war. Scheiße. Kann ich jetzt, ja, muss ich jetzt leider machen. Hier müsste der dann hin. Dann kann ich den jetzt wieder wegmachen. Okay, so, mit der Reihe. Ja, ich weiß nicht. Müsste irgendwie doch fast ein Ziegeldach sein. Dann könnte es sehr realistisch aussehen. Aber mit dem Holz... Ich weiß nicht. Mit dem Holz sieht es, glaube ich, ein bisschen dämlich aus. So, jetzt mal ganz schnell hier rüber. Ach, da schwimme ich sogar kurz ins Wasser. Ich springe ins Wasser. Das soll mich jetzt nicht dran hindern. Ich kann hier auch nochmal eine kleine Brücke machen. Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Alleine weil hier müsste eigentlich schon das Ding beginnen. Es sei denn, ich baue das einfach weiter. Und dann lasse ich es hier runtergehen. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch irgendwie. Ein normales Dach würde hier endgut aussehen. Es ist meiner Meinung nach einfach nur zu hoch. Wie soll ich das sonst machen? Soll ich hier so einen Cut machen? Also immer nur so zwei Blöcke und dann so? Das sieht dann, glaube ich, auch scheiße aus, oder? Das ist verdammt schwierig. Ich glaube, da muss ich mir mal off-air ein bisschen Gedanken machen, weil ich jetzt nicht 5 Minuten lang das Haus anschauen will, bis ich glaube, ich habe eine schöne Reihe gefunden. An sich ist es ja schon okay, aber das Dach ist einfach ein Ticken zu hoch. Aber ich weiß nicht, wie das ausschaut, wenn das mit zwei Blöcken ist. Das ist halt jetzt... Ah, ist das ärgerlich. Da muss man jetzt echt probieren und machen und... Scheiße. Will ich eigentlich gar nicht. So, ich mach das jetzt mal so. Und probiere jetzt mal ein bisschen aus. Also ich habe gesagt, der muss weg. Ach, muss ich jetzt hier echt da hinein noch machen, oder was? Ja, dann machen wir es gleich richtig. Also, dass ich dann quasi das einfach erweitere und dann hier so. Und dann die wieder weg. Beziehungsweise der ist natürlich dann Quatsch. Also, wenn damit... Oder ich mache das ganze Dach in so einem normalen Holz. Das könnte wiederum wieder auch geil ausschauen. Aber dann will ich eigentlich halt probieren, ob das nicht besser aussieht, wenn ich alle... Ich hasse es, wenn ich bei sowas unentschlossen bin. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich das eigentlich machen wollte. Also hier zwei. Und dann... Nee. Oder? Soll ich mal probieren? Das sieht doch bekackt dann aus. Also wenn ich quasi... Ja, ich weiß, ich habe nicht Shift gedrückt, ist mir durchaus bewusst. Fuck. Nee, die Arbeiten verlagere ich jetzt mal auf tagsüber. Da sehe ich dann auch mehr. Außerdem komme ich dann von hier gleich wieder hoch, dann passt es schon. Ah, unentschlossene Arbeiten hier beim Wolf. Ich nehme sowas immer sehr, sehr, sehr genau. Also eine unschöne Kacke will ich euch auch nicht hinstellen. Ja, jetzt sind wir eh wieder hier oben. Also, dass ich jetzt quasi... Das ist doch nicht zu fassen. Also, immer zwei mache. So, komme ich da jetzt hin? Ja. Und dann hier wieder zwei. Oh, das wird ekelhaft jetzt, die Arbeit. Und dann hier wieder zwei. Also, das kann hier natürlich jetzt schon mal komplett weg. Oh, Mann, ey. Scheiße, ich muss eigentlich jetzt schon mal anfangen, mir hier eine Treppe zu bauen. Sonst komme ich da ja gar nicht hoch. Hehe, das wird ein Spaß. Not. Oder auch doch, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, okay, nee, das kommen wir ganz gut hin. So, dann kann ich jetzt hier wieder runter. Machen wir einmal quer runter.
Und dann kann ich jetzt gleich wieder normal bauen. Das muss natürlich auch alles weg, weil das darf jetzt nicht. Das muss ja normales Holz sein. Also dann geht's hier weiter. Dann ging es hier weiter. Und dann hier. Jetzt komme ich da natürlich nicht hin. So und komm, jetzt und ja, fertig. Boah, jetzt bin ich echt gespannt, wie es aussieht.